Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Planet Zoo. Und ja, wir sind immer noch am rosa Flamingo-Gehege dran. Hier vorne, das sieht noch ein bisschen doof aus, da habe ich mich um die Steine noch nicht gekümmert. Hier vorne allerdings schon, da seht ihr, da hat sich einiges verändert. Und ja, okay, das hier müsste ich vielleicht noch ein bisschen verändern. Hier fällt mir nicht ganz so gut. Wobei doch, das lassen wir so. Und ja, habe ich ein bisschen was verändert, damit es halt nicht mehr so einheitlich aussieht. Und ich finde, das ist mir auch ganz gut gelungen. Bisher sieht das schon sehr schön aus. Ich will es noch ein bisschen verbessern, noch ein bisschen verändern. Aber so an sich bin ich schon sehr zufrieden. Und da haben wir auf jeden Fall, denke ich, hier eine schöne Umrandung gemacht. Außerdem habe ich hier noch ein bisschen was verändert, damit es ein bisschen einheitlicher ist. Es muss nicht 100% einheitlich sein. Aber es ist halt so ein bisschen hier, sage ich mal, ne? Nee, das war hier vorne irgendwo und das muss nicht sein. So, ansonsten habe ich hier noch was für die Flamingos gemacht, wo sie schlafen können. Ich hoffe, das wird anerkannt. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das werden wir dann sehen, ob das wirklich anerkannt wird. Weil, ja, ist ein bisschen problematisch immer, ne? Aber gut, schauen wir einfach mal. Bei denen bin ich immer noch nicht so sicher, warum die nicht zufrieden ist. Sie sagt immer noch, keine stabiler Rückzugsort. Hier vorne steht das Gebäude, da kann sie reingehen, da kann sie pennen. Da sind sogar Mauern drin. Also verstehe ich einfach nicht, warum die das nicht als stabilen Rückzugsort hier akzeptiert. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Ich habe eine Idee gerade. Gerade ist mir eine Idee gekommen, was wir mal gucken könnten. Eventuell gibt es dann nämlich... Wenn wir hier gucken, bei Art, Netzgiraffe, vielleicht gibt es da bestimmte Sachen, die wir haben müssen. Dass der manches nie akzeptiert. Nee, extra groß, groß, okay, das wäre das Letzte gewesen, was ich vermutet hätte. Weil hier vorne, ich habe doch schon alles dicht gemacht mit den Dingern und der akzeptiert das einfach nicht. Ziemlich schade auf jeden Fall. Weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Und... ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier... das zu groß gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich habe da ja einen so ein Teil rausgelöscht und vielleicht akzeptiert das jetzt hier. Nö, auch nicht. Ja. Habe ich wohl Pech gehabt, keine Ahnung, warum man es nicht akzeptiert. Die überlappen auch alle und das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Aber gut, vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, rosa Flamingo-Gehege hier wird schon weitergemacht. Da vorne habe ich schon sowas für die gebaut, wo sie sich runterlegen können. Aber ich möchte da auf jeden Fall in der Zukunft so ein bisschen kreativer werden, weil mir ist da ehrlich gesagt für die rosa Flamingos nichts Besseres eingefallen. Und jetzt müssen wir hier noch den Weg vorne hinbauen. So. Und dann schauen wir einfach mal. Ich werde auf jeden Fall für die nochmal einen neuen Pfleger einstellen müssen, damit hier auch gut um die gesorgt ist. Und wir müssen die natürlich kaufen, ganz wichtig. Und eine zweite Netzgiraffe brauchen wir ebenfalls. Vielleicht wird sich es dann auch ein bisschen legen. Ich glaube nicht. Aber mal gucken. Netzgiraffe hier. Wo ist sie da? Die hatten sie doch gerade. Da. Gucken wir erstmal, ob wir da ein Männchen kriegen. Oh ja, jetzt ein Männchen im Angebot, allerdings ziemlich teure. Hier haben wir noch ein Männchen, das auch ganz okay ist. Ich würde sagen, das holen wir uns, damit die nicht so alleine ist hier. Und da passt die Netzgiraffe auch rein zu denen, okay. Naja, aber ich möchte hier gerne die Netzgiraffen reinmachen. Und ja, weiblich-männlich, wird sie sich freuen. Ich bin mal gespannt, ob der andere dann ebenfalls das nicht anerkennt. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Kommt da auch schon angedüst. Und? Nope. Das erkennen die einfach nicht an. Ich verstehe es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So. Vielleicht können wir es nochmal probieren, indem wir den... Nee. Nee, nee. Egal. Auf jeden Fall, jetzt kommen die rosa Flamingos hier. Die sind nicht gefährdet, also werden sie auch, denke ich mal, nicht teuer sein. Rosa Flamingos. Wo sind sie denn? Rosa Flamingos. Da haben wir sie. Da.
Oh, da gibt es sogar einige. Ja, wunderschön. Da können wir auch so ein bisschen nach Punkten gehen. Oh, die sind auch total teuer, die guten. Aber da könnten wir theoretisch auch gute holen. Wir haben nämlich die Punkte. Wir haben die Pünktchen und da könnten wir auf jeden Fall gute nehmen. Also hier haben wir einmal ein Männchen, das ziemlich solide ist. Ich würde sagen, das nehmen wir auf. Hier nochmal ein Weibchen, was ebenfalls gute Werte hat. Ich würde das sehr fruchtbare dann nehmen. So. Rosa Flamingo. Und der andere, genau beide, wollen wir hier jetzt drin eine Verlegung abbrechen, Anzo senden, können nicht bewegt werden. Was? So. Natürlich müssen wir gleich nochmal gucken, ob die hier ausbrechen können und hier alles so ein bisschen anpassen. Das habe ich noch nicht geguckt. Aber ich denke, an sich können sie hier nicht ausbrechen. Veterinärforschung ist fertig, wunderschön. So, dann wollen wir sie mal kurz anschauen, gucken, ob sie glücklich sind. Also erstmal Wohlbefinden finden sie gar nicht gut. Da ist so ein bisschen angefressen hier. Wahrscheinlich wegen der Lebensqualität. Ah ne, Erde. Braucht ein bisschen mehr Erde. Und braucht ein bisschen mehr Felsen. Okay. Tier braucht mehr Fels. Hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass die Felsen brauchen, aber... Ein bisschen kleiner machen, ein bisschen schwächer und dann... Dann können wir hier vorne die Erde hinmachen und hier so rundherum so ein bisschen Felsen. So, Felsen haben sie nämlich jetzt hier. Das hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Erde, würde ich sagen, können wir dann hier eigentlich so ein bisschen reinmachen. Ein bisschen heller ist. Ich finde, das ist auch in Ordnung. Brauchen wieder ein bisschen mehr Felsen. Okay. So. Dann sind sie da auch schon mal zufrieden. Die haben richtig viel Wasser hier. Sau viel Wasser. Wohlbefinden. Hat geringe Probleme mit Wohlbefinden. Ja. Was? Ach ja, die können ja nicht schlafen hier, genau. Gehege Rosa Flamingo. Das müssen wir mal eben kurz anklickern hier und dann für die natürlich alles bereit machen. Rosa Flamingos. Groß, extra groß hier. Da können sie sich gar nicht beschweren. Die haben hier wirklich einen riesigen Schlafplatz, wo die pennen können. Da können sie sich überhaupt nicht beschweren. Wobei meiner Künste, das hier richtig hinzusetzen, da können sie sich schon beschweren. So. Gut, schauen wir mal weiter. Wir haben hier noch die Kräuterwitterungsmarker. Also so ein paar Spielsachen können wir hier noch hinstellen. Ne? Finde ich auch ganz sinnvoll, dass sie hier am Land so ein bisschen was zum Spielen haben. Wasserleitung brauchen sie ja eigentlich nicht, oder? Weil die haben ja hier einen riesigen See, wo sie draus saufen können. Aber da sehe ich überhaupt kein Problem. Noch so ein Witterungsding. Theoretisch auch ein Sprinkler. Da habe ich noch eine Idee, was wir mit dem Sprinkler machen können. Da können wir uns so einen Stein nehmen. Hier so ein bisschen in der Mitte stellen hier. Mal theoretisch den Sprinkler da einfach drauf packen. Ja, finden sie ja vielleicht ganz cool. So, Tierwohlbefinden ist schon ein bisschen besser geworden. Lebensqualität, da wollen sie noch ein bisschen Futterbeschäftigung haben. Ja, Leute, da habe ich aber nicht so viel. Tut mir leid. Müssen wir mal gucken. Ihr könnt euch jetzt erstmal vermehren hier. Tierpfleger können das Gehege nicht erreichen. Ja, Tierpfleger können das wohl erreichen. Tierpfleger sind nur zu faul, mal ein bisschen zu laufen hier. Also, neues Gehege. Muss man eben kurz alles einteilen. Hier, ihr kennt das Spielchen ja schon, ne? Mitarbeiter, Arbeitsbereiche. Das. Da, zack, zack.
Und zack. So. Oh, da habe ich was vergessen, fällt mir gerade ein. Oh, das müssen wir gleich mal machen. Arbeitsbereich 9 war das, ne? Genau. Flamingos, Pfleger. So, und bei den roten Wani, Strauß, Reinigung, Löwen, Giraffen, Giraffen. Giraffen, da muss man kurz hier bearbeiten, weil die Giraffen haben nämlich keinen zugewiesenen Platz hier. So, Tierpflegerhütte, Bingo. Perfekt. Ich meine, gut, da können sie jetzt eventuell nicht rein. Aber ich kann das ja nochmal anders machen. Vielleicht können sie da wirklich nicht reinlaufen. Vielleicht sind die zu. Keine Ahnung. Sind die zu groß? Nö. Auch da sagen sie nein. Es ist anscheinend völlig egal. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich da machen sollte, oder? Gut. Tierhandel. So. Da machen wir nochmal einen Tierpfleger rein, weil wir brauchen natürlich jetzt auch hier einen neuen, der sich darum kümmert. So. Du bekommst jetzt hier den neuen zugewiesen. Kein Arbeitsbereich, Strauß, Flamingo. So. Bitteschön. Gehen Sie gleich ins Wasser. Wie, sie können das nicht. Wie können die das erreichen? Seid mal nicht so faul. So. Und hier können die nämlich jetzt schön die Flamingos sehen. Die haben den See hier wunderschön. Und da möchte ich jetzt auch gerne noch die Teile hinbauen, diese Informationstafeln. Hier Einrichtung, ne? Genau, Infotafeln. Irgendwann mache ich mal eigene Infotafeln. Bei dem Zoo möchte ich das jetzt hier nicht machen, aber später mache ich eigene Infotafeln, denke ich. So kurz nach der, genau da. Perfekt. So, die Infotafeln müssen wir natürlich auch mal eben kurz auf den rosa Flamingo hier einstellen. So. Kein Strom? Wie kein Strom? Gibt dir gleich keinen Strom. Ich habe hier vorne extra so ein Teil hingebaut. Gut. So. Der Weg ist jetzt nicht perfekt geworden, aber wenigstens hatte ich ja alle Strom hier. Außerdem sind sie dann nah am Gehege dran und das ist doch eigentlich immer schön, oder? Jetzt lauf da rein. Do it. Wieder ist keiner zugewiesen. Ich hab den doch zugewiesen. Gut. Also irgendwie spinnt das gerade so ein bisschen. Ich habe definitiv einen zugewiesen, das weiß ich. Egal, guck mal nochmal. Kein Arbeitsbereich. Okay, der war es jetzt nicht. Aber hier Löwen, Flamingos, Gepard, Giraffe. Da haben wir doch den. Arbeitsbereich Giraffe. Habe ich das irgendwie rausgeklickt? Warte. Arbeitsbereich Giraffe. So. Neuner Gehege und die beiden. Presso. Arbeitsbereich roter Flamingo hier. Rosa Flamingo, nicht roter. Gehege 10. Okay, alles gut. Strange.
Muss repariert werden, Techniker rufen. Eben alles wegklicken. Oh, die Giraffen haben einen bekommen, sehr schön. Ja, ihr seht schon, ne? Es ist wirklich interessant. Auf jeden Fall, die Flamingos sind wirklich super. Können die denn irgendwo raus? Genau, das wollte ich noch mit euch nachschauen, ob die irgendwo raus können. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass die nirgendwo einfach raus können. Deswegen, da müssen wir schauen. Oh, da könnten sie theoretisch irgendwo raus. Oder kommen sie gar nicht hin? Es wird zwar angezeigt, aber da können sie ja gar nicht hinkommen. Doch, da können sie hinkommen. Da können sie hoch. Da können sie hoch, da ist es. Da ist das Problem. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Müssen wir genau gucken, wo die hier hochlaufen können. Weil fliegen können sie ja eigentlich da. Da können sie wieder hochlaufen. Springen können sie wahrscheinlich springen oder so. Da muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Nicht, dass die hier irgendwo rauskommen können. Und es ist behoben. Jetzt kommen sie nicht mehr raus. Perfekt. So, sehr schön. Wie, du kannst darauf laufen? Warum? Das war eigentlich so eine schöne Idee mit den Rosen und jetzt machen die das einfach kaputt. Oh Mensch. Oh, die zerstören gerade diese wunderschöne Darstellung mit den Seerosen, ne? Ach Mensch, aber trotzdem sehr schön. Und mal sehen, ob jetzt die Besucher hier auch wirklich hingehen und sich das hier angucken, weil das hier ist eigentlich so die Viewing Area, ja? Das Areal, wo man die sehen kann. Wir werden mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Ich möchte mal sehen, ob hier welche herkommen oder halt nicht. Ihr könnt ja schon mal Wetten abschließen. Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass da welche hinkommen und sich das angucken. Ach ja, Spendenboxen sollten wir vielleicht auch nochmal ausstellen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oh ja, da kommen die ersten. Ah, da ist einer gestorben. Ein westafrikanischer ist gestorben. Hund, ne? Ein Wildhund. Ja, irgendwie leben die nicht lange. Kämpfe wegen inkorrekten Geschlechtsverhalten. Afrikanischer Strauß. Ach, da ist einer zu viel. Okay, ich muss mal eben... Oh, da müssen wir wieder aufpassen. Ne, die kämpfen da hinten nämlich. Und hier ist leider gerade einer gestorben. Ja. Ein ausgewachsenes Weibchen hatten wir kein... Genau, wir müssen mal eben kurz noch die afrikanischen neu auffüllen, weil da sind nämlich keine mehr drin. Da müssen wir auch nochmal eben uns drum kümmern. Ach Mensch, da müssen wir uns so viel... Ja, um so viel muss man sich hier kümmern. Man kommt eigentlich nie zur Ruhe. Vor allem nicht, wenn es so ein bisschen voller wird. So. Die hohen Preise hier. Da können wir natürlich auch mal ein paar gute holen. Wir haben ja mittlerweile das... Ne, die Kohle. Können wir uns ja ruhig mal ein paar Schicke holen. So, die haben wir jetzt auch drin. Hier müssen wir uns jetzt erstmal kurz darum kümmern, dass da einer rausfliegt. Veterinärforschung, sehr schön. Du machst den rosa Flamingo. Mitarbeiter. Nee, das war's nicht. Genau, Tiere. Oh mein Gott. Ich sehe hier schon wieder ein Problem. Ihr kommt jetzt alle mal mit hier. Okay, die können erstmal bleiben.
kommst auch mit. So, die kommen erstmal ins Handelszentrum. Und jetzt verkaufen wir einmal den Strauß, der da Stress macht. Der hier. Tschüss. Die Strauße sind ehrlich gesagt, umso länger ich die habe, umso weniger mag ich die. Die bringen kaum Punkte, sind anstrengend. Aber sie sind manchmal ganz schön. Also ganz schön anzusehen, finde ich. Also geht's eigentlich. Trotzdem, muss eigentlich nicht sein. Und wegen den rosa Flamingos, mal gucken. Ja, guckt sich kein Schwein an. Cool. Da freut man sich natürlich. Man macht hier extra so ein schönes Gehege. Und keiner guckt sich das an. Da steht nicht eine einzige Person. Keiner guckt sich. Was ist hier los? Das ist wie verflucht. Oh doch, da kommen welche. Die laufen. Guckt sie euch an, ja. Und sie gucken sie sich an. Sie jubeln auf das Wasser, obwohl die Flamingos gar nicht sehen können. Ja, jetzt sehen sie. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist anscheinend nicht meine Hauptattraktion, aber naja. Wollen wir eben gucken, in welchen Gruppengrößen die so aktiv sind, ja? Das würde mich nämlich mal interessieren, weil eventuell können wir die züchten. Die rosa Flamingos. Die sind in bis zu 10 bis... Was? 10 bis 500. Alter Schwede. 500, Leute. 500. Alter. Okay, also von denen können wir auf jeden Fall deutlich mehr züchten. Und wir brauchen uns ja auch gar nicht da wirklich drum kümmern. Wir können die einfach, ne, hier einfach rumrödeln lassen und die vermehren sich ja ganz automatisch. Ja, so eine große Attraktion ist es leider nicht. Also die Leute mögen das anscheinend nicht ganz so gerne. Und bei den Netzgiraffen bin ich halt wirklich am Überlegen, wie wir das machen. Stabiler Rückzugsort, das wird nicht anerkannt hier, obwohl ich mir dafür echt zu viel Mühe gegeben habe. Ist echt ärgerlich. Was willst du machen, ne? Getränkeläden haben wir jetzt deutlich mehr zur Verfügung. Die Löwen sind natürlich beliebt, aber da sind auch nicht so viele Leute. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Ja, dann wollen wir euch mal noch mehr Geld aus der Tasche leiern. Kein Problem. Westafrikanischer Strauß hatte Nachwuchs schon wieder. So, haben wir hier eigentlich auch neue Kinder bei den Löwen? Beide am Pennen? Nö. Rosa Flamingo erwartet Nachwuchs. Ja, sehr schön. Sind sie auch schon am Vermehren hier. Das ist gut. Und ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich hier ein bisschen weiterbauen, vielleicht aber auch allgemein mal gucken, ob wir hier irgendwas verbessern können. Außerdem möchte ich gerne, dass die Netzgiraffen mal einen stabilen Unterschlupf haben. Irgendwie wird er ja nicht anerkannt, warum auch immer. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.